Hey Leute, im heutigen Video gibt es alle Informationen zum neuen Brawl Talk und zum neuen Update in Brawl Stars. Ich werde alles für euch auf Deutsch übersetzen und eben die ganzen Informationen zusammenfassen. Unter anderem einen neuen Brawler, neue Skins und vieles mehr. Und wir haben im Stream vor 4000 Live-Zuschauern eben auf das Video reagiert und haben eben so auch es perfekt geschafft, dass wir alle versteckten Hinweise im Update schon gefunden haben, die im Brawl Talk versteckt waren. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, würde ich sagen, wir starten rein. Und an der Stelle, ich starte aktuell zum Update eben ein großes Gewinnspiel auf jeden Fall. Unter jedem Video verlose ich eine 15 Euro Google Play oder iTunes Karte. Dafür müsst ihr einfach nur Hashtag Google Play oder Hashtag iTunes kommentieren und eben meinen Creator Code im Shop eintragen und davon einen Screenshot machen. Würde ich sagen, euch viel Erfolg und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir starten rein mit dem neuen Brawler und zwar Surge. Das ist wieder ein neuer chromatischer Brawler, sprich ihr bekommt den Brawler auf jeden Fall wie Gale eben aus dem Brawl Pass. Er wird zuerst legendär sein von der Seltenheit, dann eben mythisch und dann eben episch. Wir sehen, es ist so ein Roboter mit so einer Sonnenbrille auf, mit 4000 Leben und er macht eben seinen Angriff, so eine Mischung auf jeden Fall aus Spike und Jean. Sprich, wir sehen eben, der Angriff ist eigentlich wie bei Spike und dann springen die Schüsse noch so rum. Also auf jeden Fall auch ähnlich wie bei Jean so ein bisschen. Und es ist eben so eine Mischung, was den Brawler eben ganz besonders macht. Jetzt kommen wir aber zu der Ulti und die ist unglaublich. Wir sehen jetzt hier eben Ulti, er springt hoch und upgradet sich. Und jetzt macht der Brawler eben mehr Schaden, bis er eben stirbt. Sprich, er kann sich eben upgraden, ist eben krasserer Brawler. Und wenn er eben stirbt, dann ist das Ganze eben weg. Aber das ist natürlich ganz, ganz krass auf jeden Fall und eine einzigartige Fähigkeit. Wir machen weiter jetzt hier mit den exklusiven Skins. Und wir bekommen hier zuerst den Super Ranger Brock. Ich bewerte die einzelnen Skins mal wieder von 0 bis 10. Also 0 ist schlecht, 10 ist perfekt. Für mich persönlich ist dieser Skin, würde ich sagen, so eine 7, würde ich sagen. Er sieht ganz nice aus, aber wir sehen eben auch hier rechts, dass der Angriff leider ganz normal ist. Und deswegen hier ist so für mich eine 7. Und hier natürlich der andere Skin für den neuen Brawler Surge. Da sehen wir auf jeden Fall den Mecha Paladin Surge. Der sieht ganz nice aus. Also Paladin ist so eine Art Ritter mit dieser Rüstung. Erinnert mich auch sehr an den Mega-Ritter aus Clash Royale auf jeden Fall. Und da würde ich mal eine 8 von 10 geben. Finde ich ein bisschen nicer. Sehen auf der rechten Seite gerade. Und genau. So, jetzt kommen wir noch zum Brawl Pass. Da haben wir schon mal hier einen Super Ranger Brock auf jeden Fall im Pay-to-Win-Teil. Sprich, wenn ihr euch den Brawl Pass kauft, dann bekommt ihr auf jeden Fall den Super Ranger Brock direkt am Anfang. Und wir können jetzt eben zwischendrin die Belohnung abholen. Bisher musst ihr immer eben von der Reihenfolge nach gehen, um die Belohnung abzuholen. Das wird jetzt eben nicht mehr so sein. Die neue Season, gerade gesehen, dauert 10 Wochen und wird eben am 6. Juli starten, soweit ich weiß. Also ungefähr eine Woche und ein paar Tagen auf jeden Fall. Da bin ich leider in Urlaub, aber ich werde auch versuchen, im Urlaub einiges rauszubringen. So, jetzt geht's ab. Wir haben jetzt ab jetzt endlich eine Verwendung für Münzen. Wie ihr wisst ja, viele Spieler, die eben schon Max sind, haben extrem viele Münzen. Und deswegen haben wir ab jetzt Silber-Skins, die sehen wir hier. Und wir haben sogar Gold-Skins. Das ist natürlich absolut heftig für Münzen. Und zwar läuft es folgendermaßen. Ihr könnt euch eben zuerst die Silber-Skins kaufen. Die kosten jeweils 10.000 Münzen. Und dann kommen eben die Gold-Skins für 25.000 Münzen. Aber ihr müsst euch zuerst die Silber-Skins kaufen, bevor ihr euch die Gold-Skins kaufen könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Gold-Skin für Leon wollt, müsst ihr eben zuerst 10.000 Münzen für den Silber-Skin ausgeben und dann nochmal 25.000 Münzen, ja, für den Gold-Skin. Das wird dadurch natürlich nochmal ein bisschen teurer. Jetzt kommen wir zu den Monstern, zum Thema der neuen Season. Wir haben zuerst hier den Mega-Käfer B. Die hat auf jeden Fall hier solche Klauen, sehen wir eben. So eine Mütze mit so einer Schere drauf. Auch die Kappe sieht ganz nice aus auf jeden Fall. Ich finde den Skin ganz nice. Die Angriffe haben wir auch schon gesehen rechts. Sie haben auch so ein Gesicht so ein bisschen. Gibt mal von mir so 8 von 10 Punkten, würde ich sagen. Wir machen weiter, kommen jetzt hier zu Königskrabbe Tick. Da sehen wir auch, die Angriffe sind ganz besonders und ich finde es vor allem eben nice, dass Tick mal so einen einzelnen Skin hat und eben bisher Tick eben gar keinen Skin. Deswegen gebe ich mal dem Skin, würde ich sagen, 7 von 10. Und zuletzt haben wir eben jetzt hier ja, Streetwear Max, also auch mal ein neuer Max-Skin. Finde ich ganz nice mit der großen Brille, der Kapuze und dieser Kappe. Ich finde aber es jetzt nicht so besonders, deswegen würde ich mal sagen, gebe ich dem Skin mal eine 6 von 10. Sind aber auf jeden Fall alles drei, ja, ganz nice Skins, würde ich sagen. So, wir machen weiter. Bisher hatten wir wenig Verstecktes, ne? Die krasseren Sachen kommen auf jeden Fall noch. Und wir haben jetzt hier die Superstadt Rampage. Also ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Müssen wir mal googeln. Das ist auf jeden Fall der neue Modus. Da haben wir einen großen Dinosaurier mit 250.000 Leben, gegen den ihr eben zu dritt kämpfen müsst. Der Dinosaurier, sehen wir eben hier, versucht eben die Stadt zu zerstören. Und ihr müsst ihn eben killen, habt dafür 2 Minuten Zeit. Und ja, ihr kämpft eigentlich einfach 3 gegen 1 gegen den großen Boss. Und das ist eben das neue Spezialevent. Jetzt kommen wir hier, ihr seht es hier auf der rechten Seite, sehen wir auf jeden Fall die Zäune.
Zäune sind ab jetzt ein neuer Gegenstand in Brawl Stars, der eben vor allem hier in Showdown sehr hilfreich ist. Über Zäune könnt ihr drüber schießen, wenn ihr Distanzkämpfer seid, könnt ihr drüber schießen, aber ihr könnt eben nicht drüber laufen und damit auf jeden Fall ein Vorteil natürlich für Distanzkämpfer. Wir sehen es schon hier, wir machen direkt weiter und kommen natürlich zu Hotzone. Denn Hotzone kommt zurück, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Hotzone für mich persönlich einer der besten Modi gewesen und ja, ich fand den Modus einfach nice. Und wir haben gerade eben, jetzt haben wir es kurz übersehen, haben gerade eben schon den ersten Hinweis verpasst, denn wir haben auch hier schon gesehen, Gale auf jeden Fall mit einem neuen Angriff. Die Schneebälle waren deutlich kleiner, wenn ihr es gerade eben gesehen habt. Also da können wir schon mal gespannt sein, ob Gale hier schon mal verändert wird. Wir kochen weiter und kommen jetzt hier zu den Emotes auf jeden Fall. Wir haben in Zukunft 4 Emotes, die ihr aussuchen könnt für den Kampf auf jeden Fall. Und mehr Emotes in Zukunft. Wir haben zum einen den glücklichen Emote, den traurigen, den wütenden und den Special Emotes. Ihr seht hier zum Beispiel Daumen hoch oder auch eben der Herz-Emote oder auch der Schwitz-Emote auf jeden Fall. Da haben wir eine ganze Menge Auswahl. Wir sehen eben hier auf jeden Fall, dass ihr die Emotes einfach auswählen könnt im Kampf. Da habt ihr dann 4 Stück zur Auswahl und ihr könnt oben rechts eben auf New drücken. Da gibt es so einen Button eben mit diesem X und dann könnt ihr eben dafür sorgen, dass ihr gar keine Emotes seht. Also wenn ihr genervt von den Emotes seid, könnt ihr einfach auf diesen Button drauf drücken und dadurch eben die Emotes ausstellen. Dazu haben wir auch diese Sprechbörse, also mit den 3 Punkten. Vielleicht können wir auch Sätze sagen in Zukunft, ich weiß es nicht. Oder ihr könnt weitere Emotes auswählen, zusätzlich eben zu den 4 Emotes, die ihr schon drin habt. So, oben links sehen wir auch gerade schon mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht, ne? Also der Emote erscheint eben so als Sprechblase und dann könnt ihr eben so einfach den Emote eben da lassen. Jetzt wird's spannend. Wir haben einen Trophäenpfad ab jetzt. Mit ganz vielen Big Boxen und Megaboxen. Bis 50.000 Trophäen. Also ich weiß nicht, was es soll. Es ist absolut krank. Ich finde es absolut nice. Also ich bin bei 22.000 auf jeden Fall. Und da werde ich dann einige Megaboxen hoffentlich noch abholen können. Und ja, 50.000. Der Weltrekord liegt jetzt so bei 40.000 etwa. Also selbst die weltbesten Spieler werden auf jeden Fall noch schwitzen müssen, um eben zum neuen Trophäenpfad hinzukommen. So, jetzt geht's weiter. Und wir machen jetzt hier weiter mit Crow. Crow bekommt nämlich ein Remodel. Sprich, wir sehen es hier, Crow hat ab jetzt eben sehr klar eben vor allem die 3 Dolche in der Hand. Und wir sehen hier, so sieht Crow jetzt in Zukunft aus. Und auch der weiße Crow sieht extrem heftig aus. Der Skin war bisher extrem hässlich, sah aus wie eine Taube. Ab jetzt sieht Crow eben so aus, ja, mit so Schuhen, so im Western-Stil so ein bisschen, mit diesem Stirnband und der roten Mantel auch in diesem Gürtel. Und wir sehen auch, in-game sieht er viel, viel heftiger aus und deswegen auch sehr, sehr nice auf jeden Fall. Wir sehen erstmal schon mal hier, wir haben hier den Schuss auf jeden Fall von Piper, der eben einfach um die Ecke rumgeht. Wir sehen, hier kommt der Schuss und passt auf, und er geht einfach um die Ecke rum und trifft den Frank. Wie krank ist bitte dieses Star Power oder dieses Gadget wahrscheinlich eher? Insgesamt sollen 10 neue Gadgets kommen, müsst ihr wissen. Hier sehen wir auf jeden Fall einen neuen Tresor. Das ist der neue Stadtmodus, den wir eben gesehen haben, dieser neue, die neue Map auf jeden Fall. Und der Tresor ist eben so ein Hochhaus. Und wir sehen die Star Power von, das Gadget wahrscheinlich eher von Barley, bei dem er eben sich hochheilen kann, ne? Also seine Angriffe sind grün und wir sehen auch so diese Pluszeichen vom Leben auf jeden Fall. Machen wir weiter und sehen jetzt hier, zack, auf jeden Fall ganz offensichtlich, ne? Die Minen von Bow können aber jetzt explodieren. Wahrscheinlich auch wieder ein Gadget, denke ich mal. Achtung, Mortar hat 2 Schüsse geschossen. Könnte ein Gadget sein, könnte auch vielleicht eine Star Power sein oder sonst irgendwas, aber Penny Mortar mit 2 Schüssen auf jeden Fall. Hier machen wir weiter und sehen hier neben mir auf jeden Fall ein neues Gadget für Crow, und zwar ein Verlangsamungs-Gadget. Also er kann irgendwie die Gegner verlangsamen. Sehen wir auch oben rechts, dass der andere Crow eben langsamer ist natürlich. Auch sehr spannend. So, hier sehen wir gerade mal den Schneeball. Das könnte auf jeden Fall wieder ein neues Gadget sein. Beim Schneeball ist es sehr interessant, dass wir eben hier sehen, dass der Ball eben nicht beide trifft. Das heißt, es muss eigentlich auf jeden Fall ein neues Gadget oder eine neue Ulti sein, die eben zum Beispiel El Primo oder dem Boxer eben gehören könnte. Und das ist auf jeden Fall hier wieder ein klarer Hinweis. Dann sehen wir auch hier das nächste Gadget von Mortis. Es sieht so aus, als könnte er hier wütend werden und schneller angreifen. Wir sehen es hier nochmal extrem krass auf jeden Fall. Dann sehen wir hier eine Rakete, die von Sandy ausgeht. Könnte vielleicht auch ein neues Gadget sein. Wir machen weiter. Also insgesamt kommen auf jeden Fall 10 neue Gadgets. Ich glaube, man konnte schon fast alle auf jeden Fall sehen. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Ult von Spike nochmal. Und wir sehen auch den Angriff von Bee. Und jetzt wird es nochmal spannend. Was ist das denn? Wir sehen einfach wahrscheinlich hier ein neues Gadget von Shelly, oder? Es ist eben sogar ein völlig neuer Angriff. Wir sehen eben einen extremst langen Angriff. Das ist so lang wie Piper ungefähr. Ihr seht die Reichweite. Also es ist echt unglaublich. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was das werden soll, weil das sieht echt extremst krass aus. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Wir schauen weiter und ich glaube, das war es auch schon so ziemlich. Aber wir sehen eben, das waren die gesamten Gadgets, die eben hier versteckt waren auf jeden Fall. Und insgesamt haben wir damit eben einen neuen Brawler, sehr viele Gadgets, einen neuen Modus, viele neue Skins und eben natürlich neuen Trophäenpfad, neue Skins auch für Münzen, also eine ganze Menge auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, ich werde auf jeden Fall wieder alles eben vor allen anderen spielen können, da ich einen Entwickler-Account von Supercell habe. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr auf jeden Fall gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.